Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmerunde, einer neuen Folge von Echo. Natürlich wieder mit dem guten Blubs zusammen. Dahin steht er. Hallo, hier. Hallo. Hallo. Ja, Hallo, ich habe gerade ein paar Tiere beobachtet. Ich habe drei Tiere gleichzeitig im Bild gehabt, vielleicht sogar vier. Krass. Bist jetzt Tierbeobachter, Experte und so? So. Ich wollte zeigen, dass es dem Planeten sehr gut geht. Ja, die Bäume sind sogar gewachsen. Es geht dem Planeten sehr, sehr gut. Wir sollten vielleicht ein bisschen was erzählen. Bäume sind gewachsen und hier ist ein bisschen was passiert offscreen. Ja. Bei dir mehr als bei mir. Warte, aber wir waren offscreen ein bisschen aktiv. Ich komme erstmal mit zu dir. Wir gucken erstmal, was bei dir offscreen passiert ist. So. Also, was bei mir offscreen passiert ist. Ja, also im Grunde können wir erstmal sagen, wir haben am Server ein bisschen was umgestellt, also am Server, an der Welt. Birken wachsen ein bisschen schneller, der Rest noch normal. Und der Asteroid ist nicht mehr 30 Tage, sondern ein Jahr jetzt eingestellt, damit wir das, weil das muss noch ein bisschen auf zwei Spiele anpassen. Denn? Der ist da hinten, da unten irgendwo. Also auf der anderen Seite. Genau, so. Du hast mich ein bisschen recherchiert, habe ich gehört, und also Eco scheint wohl doch eigentlich ein Spiel zu sein, was so für, keine Ahnung, 20, 30 Mann-Server ausgelegt ist. Dann kann man das mit 30 Tagen machen. Nur wenn man halt zu zweit spielt, sieht das ein bisschen schwierig aus wegen der Erfahrung oder den Skillpunkten. Richtig. Darum mussten wir so ein paar Anpassungen vornehmen. Wir haben XP-technisch jetzt noch keine Anpassung vorgenommen. Also die XP, die wir bekommen. Hallo Spetterling. Die XP, die wir bekommen, sind noch dieselben. Aber wir haben den Asteroiden angepasst. Hast du da was umgestellt? Ich habe versucht, aber das ging nicht. Also das hat es nicht angenommen. Oh. Ich könnte das nochmal versuchen zur Not. Ah, okay. Aber das ist nicht, also ist nicht aktiv. Ja, wir können ja austesten, wie es jetzt ist. Ja. Ja, ja gut. Mehr haben wir eigentlich am Server in der Welt nicht verändert jetzt so. Also ja, es gibt glaube ich zwei Baumarten, die wachsen jetzt ein bisschen schneller, die brauchen nicht mehr 96 Stunden oder was du da rausgefunden hattest, sondern 24 Stunden. Richtig. Und der Asteroid ist nun irgendwie fast ein Jahr am Rumkurven oder so erstmal. Ich meine, wenn wir jetzt 20, 30 Mann wären, dann wäre es okay, aber wir bekommen halt in der Zeit nicht genug Skillpunkte, um überhaupt das zu machen, um den abzuwehren. Es ist halt so nicht spielbar, deswegen mussten wir das machen. Genau. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber ihr wollt jetzt kein Jahr spielen. Nein, wir haben einen Trick gefunden. Also es gibt in-game eine Möglichkeit, wenn man schläft in dem Bett, vergeht Echtzeit. Also wenn wir jetzt in Echtzeit, sagen wir eine Stunde im Bett liegen, vergeht im Spiel, keine Ahnung, vielleicht ein, zwei Tage. Was aber auf die Echtzeit angerechnet wird. Ja, also dann sind zwei Tage in Echtzeit quasi im Spiel vergangen. Und so können wir... Genau, und so können wir quasi auch ein bisschen Bäume wachsen lassen oder so. Ja. Oder ein bisschen Erfahrung fahren. Genau. Also wir werden jetzt kein Jahr hier quasi dran sitzen. Es wird trotzdem schneller gehen. Wir müssen halt mal gucken, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir so und so viel gespielt, so und so viel aufgenommen. Aber es fehlt zum Beispiel jetzt insgesamt zeitlich eine Woche eigentlich, wo die Welt eigentlich laufen würde. Dann können wir auch mal eine Woche skippen oder so. Dann vergeht hier 7 Tage und dann sieht die Welt anders aus. Wieder. Müssen wir halt mal gucken, wie wir das machen. Da genau. Haben wir uns noch nicht so beraten. Ja, du hast offscreen gebaut, hab ich gehört. Lol. Bin ich mal um? Boah, da! Ein Strauß! Hier, oder? Das hier? Das ist ein Truthahn. Truthahn. Das ist ein Truthahn? Das ist ein Truthahn. Hast du den gerade? Nein, hab ich Tani. Nicht. Nein, der läuft doch! Tani? Dem geht's super! Tani, ich krieg gleich wieder einen Anruf von Greta, lass das. Wieso, die Greta willst du nicht bei lässt, ne? Kriegst du ganz andere böse Kommentare. Was denn? So. Also, ich habe noch diese wunderschöne Schubkarre hier bekommen. Hä? Die habe ich dir ja schon vorher geschenkt. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, was du alles offscreen gemacht hast und was nicht. Wow. Also ich habe mir die Schubkarre notiert, weil ich hatte die noch nicht. Ich hatte die noch nicht in der letzten Folge, definitiv. Lol, wo ist meine Schubkarre hin? Leute, da unten! Du hast meine Schubkarre runtergeschmissen! Ja, habe ich überhaupt nicht. Wo liegt die denn da unten? Ja, dann hast du die runtergeschmissen. Nein, habe ich nicht. Da liegt sogar noch Zeug drin. Wow. Ja, erzähl ruhig. Ja, und wir haben herausgefunden, dass wir in die Schubkarre quasi Sachen reintun können zuhauf. Und also wenn ich zum Beispiel Sand farme für Mortar,
Weil Mortar brauche ich, um halt aus Steinen Steinziegel zu machen im großen Stil. Da kann ich hier zum Beispiel ganz viel Sand rein tun und kann da 10 Sand auf einmal rausnehmen auf meine Schaufel. Dann habe ich quasi nicht immer einen Sand und laufe zum Lager. Nee, dann habe ich 10 Sand auf der Schaufel und laufe wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, wieso kann ich da nicht gleich 10 Sand auf meine Schaufel tun? Das war aber, glaube ich, schon immer so. Meinst du? Ja. Das war sogar schön von der. Jedenfalls ist das ziemlich praktisch, weil man viel mehr mit seiner Schaufel transportieren kann. Ja. Das ist schon ziemlich geil. Auf jeden Fall. So. Und ich habe in meinem Inventar ein Bett auf der 7, falls man es gerade schon sehen kann, weil wir wissen auch mittlerweile, dass wenn man sein Haus quasi upgradet, dass man dann Bonuserfahrung pro Tag bekommt und deswegen werde ich gleich ein Bett platzieren. Genau, ich habe dir nämlich ein Bett gecraftet, das stimmt. Da war was. So. Ja, ich habe auch schon mal ein Bett gecraftet. Damit man, ihr seht ja unten links, haben wir ja die zwei Diagramme. Das linke ist ja das Essen und die Nahrung, die wir zu uns nehmen. Und oben drüber die Zahl ist der XP-Bonus, den wir pro Tag quasi bekommen. Durch die Summe, das, was wir halt essen. Und unten drunter hat man ein Haussymbol, das rechts ist das Hausdiagramm. Je nachdem, wie gut, mit welchen guten Möbeln und Materialien man sein Haus einrichtet, kriegt man da halt auch XP und Punkte. Okay. Ja gut, noch irgendwas? Also ich habe noch gar nicht gesehen, du eigentlich auch, ne? Ja, ich ja. Mal so auf dein Haus gucke. Da ist der Asteroid da übrigens. Ist er. Da ist er. Er hat seinen Umlaufbahn leicht verändert. Ja, er ist ein bisschen weiter weg jetzt. Ja, man sieht hier unten schon, ich kann mal dahin kommen, wo du gerade stehst. Ich habe eine kleine Sandmine angefangen. Ja. Weil, ich brauche Sand, um Mortar herzustellen, um den Stein zu verarbeiten. Deswegen eine kleine Sandmine und das, was man hier schon die ganze Zeit sieht. Ich habe offscreen Erde angehäuft, um hier einen Weg, eine Straße, eine Brücke zu kreieren. Und ich werde jetzt den letzten Spatenstich machen. Du hast hier übrigens Ton. Ich weiß. Cool. Und ich werde jetzt den letzten Spatenstich machen und diesen Weg zwischen unseren beiden, ja, ich will jetzt nicht sagen Königreichen, aber unseren beiden Gebieten zu vereinen. Tada! Klingt das super. Juhu! Das sieht doch gut aus. Den Weg hattest du auch, glaube ich, auf Screen gemacht, oder? Welchen Weg? Du meinst den Erdweg da? Ich glaube zur Hälfte. Leute, ich habe da unten den Grafikbug. Ich kann unter das Wasser. Ich habe auch die ganze Grafikbug. Ich kann da unten unter das Wasser. Ja, kommen. Bei dem Wasserfall, ne? Da auch, aber hier unten auch. Okay. Hast du noch irgendwas bei dir jetzt? Sonst würde ich nämlich dann zu mir rüber. Sandmine, Straße. Hier. Wir wollen vom Holz weg, hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Weil wir hatten enorme Holzprobleme und wollten die Bäume schonen. Ich kann schon mal sagen, ich habe sehr, sehr viel Stein gefarmt. Ich habe den Stein sogar schon umgecraftet. Daraus kann Blub jetzt quasi Baumaterial machen aus Stein. Das heißt, wir können das Holz abbauen und ersetzen das durch Stein am Haus. Dann schonen wir natürlich auch die Bäume, weil wir müssen keine neuen Bäume fällen für neues Bauholz. Das wolltest du ja heute so ein bisschen machen, ne? Glaube ich. Anfangen. Ich habe da extra einen Stein rüber. Ja, ich muss gucken, ob ich da natürlich komme. Oh, Du kannst auch noch mehr Steine holen bei mir, ne? Ich habe noch so viel. So, wir gehen jetzt mal zurück. Ja, das jetzt, Problem ist, mein Lager ist voll. Jetzt zeige ich euch erstmal allen. Ja, du musst wahrscheinlich umcraften, dann erstmal wegbringen und das Neue so holen. Das wird lustig. Ich muss erstmal Steinziegel machen hier. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich noch alles gemacht habe. Was ist hier los? Warum bewegt sich die nicht? Geh jetzt hier hoch. Das, damit kann man schon mal. Ich stell mal Steinziegel her. Bam! Okay, jetzt geht's. Die brauchen wir ja, ne? Das Bett. Wenn ich das Bett hier jetzt hinstelle. Die Steine brauchen wir ja zum Bauen, ne? Das sind die. Ja, ich glaube. So. Hm. Ihr seht schon rechts unten. Ich zeig gleich. Ich fange erstmal oben an. Ich habe oben ein bisschen aufgeräumt. Das kann dauern. Verdammt! Was ist denn das hier, ey? So, geht das? Ja. Ne, ihr habt schon gesehen, den Erdweg, den habe ich jetzt ein bisschen angepasst, dass man richtig hier hochlaufen kann. Oh. Hier ist alles weg. Ich habe hier alles weggeräumt. So. Ich wollte die Musik noch ein bisschen leiser machen, wartet mal. Vielleicht ein bisschen zu laut. Hm? Mal.
So, ich hoffe, das ist okay. So. Also, was habe ich angestellt? Ich habe hier alles weggeräumt ordentlich, damit sich die Natur hier einfach erholen kann. Das Lager hier oben ist auch weg. Hier erholt sich die Natur sogar schon. Hier neue Setzlinge sind hier überall. Ich habe auch mal ein Bett gecraftet. Einfach um das halt zu testen auch. Ne? Also das mit dem EXP durch Housing. Ja, ansonsten habe ich hier halt alles reingeräumt an Werkbänken und so. Die natürlich alle mit dem Lager verbunden sind. Das Lager ist unterm Haus. Das zeige ich euch gleich. So viel ist es eigentlich gar nicht. Ich wollte heute vielleicht, wenn ich dann die Steinlieferung bekomme, mein Haus halt umbauen gerne. Dass ich halt auch mit dem Housing anfangen kann und richtig schön Dekor craften kann und das reinsetzen kann. So, die müssen wir gleich mitnehmen. Die kommt eh unten hin. Gott. Was tust du? Bringen! So, und hier unten wird dann irgendwann eine Straße sein, die halt zum Lager führt. Was wolltest du sagen? Entschuldige. Ich wollte nur gerade kurz fragen, du hast ja dein Bett schon platziert. Ja. Steht bei dir unten jetzt irgendetwas neben dem Haus? Wie neben dem Haus? Naja, so ein plus irgendwas zum Beispiel für Bonuserfahrung. Plus 10 steht bei mir. Bei mir nehme ich plus 10? Wieso hast du plus 10? Ich habe immer noch plus 0. Ich habe das Bett platziert. Ja, du hast das nicht geclaimed, oder? Das ist nicht dein Gebiet. Du hast das Bett quasi irgendwo hingesetzt, was nicht dir gehört. Du musst das claimen. In mein Haus. Ja, ist das geclaimed unter dem Haus? Gilt das als deins? Das Land? Lol, ich hab einen Bug. Ich flieg durch die Luft. Ich seh dich. Alter. Oh. Ja, ich lade nebenbei noch Imperator Rom hoch diesmal. Imperator Rom. Ja, du musst. Okay, ich muss das claimen. Ich habe mein Haus auch geclaimt, damit es funktioniert. Ja, also folgendes. Ihr seht das Haus. Ich habe hier unten drunter quasi ausgehöhlert. Das auch noch eins tiefer gesetzt. Habe hier schon so eine kleine Steinumrandung gemacht. Mit Steinsäulen. Und hier unten sind drei Lager drin. Drei Stück. Einmal das und einmal das. Ich habe auch ein bisschen Erz dadurch gefunden, alles drum dran. Das geht mal alles blub. Der will ja schmieden und so später. Ja, so sieht das halt aus momentan. Ich habe die quasi hier unten also eingebaut, schön. Und die sind halt alles mit oben verbunden. Also alle Werkbänke sind mit den Lagern verbunden. Das ist, denke ich, sehr praktisch. Hier habe ich Ton gelagert. Das ist nur so Ton, den ich halt gefunden habe nebenbei. Ja, hier habe ich noch extra Steine. Die sind aber unverarbeitet. Das sind rohe Steine. Und hier ist quasi meine Mine, die ich angefangen habe. Geht hier auch nach unten noch. Also hier werde ich sehr viel Stein auch herbekommen in Zukunft. Ja, was mache ich jetzt? Ich müsste erstmal auf die Steinlieferung warten halt. Viel kann ich gerade nicht machen. Ach nee, ich wollte ja anfangen aber mit den Skills. Na, mit diesen Pfosten und diesen Zettelchen. Die du da hast. Das habe ich doch schon gemacht ganz am Anfang. Na ja, steht dein Haus dann auf deinem Land? Hast du da nur eins gemacht oder hast du mehrere gemacht? Du kannst bis zu 6 Stück claimen, ne? Ja, aber ich hab doch... Hä? Also bei mir steht da, dass das nicht deins ist, das Haus. Du hast nur hier und da mal eins geclaimed. Du hast aber nicht dein Haus geclaimed. Also wenn du auf die Map guckst, siehst du das. Wenn du ranscrollst, siehst du bei dir, was du geclaimed hast. Ich sehe es bei mir auch. Oh, lol. Ja, aber... Ja, was soll ich denn hier claimen? Also... Ja, direkt dein Haus. Alles unter deinem Haus. Die Fläche. Du musst dein Haus auch nicht abreißen. Du kannst es einfach im Haus machen. Das ist nur so gemacht. Ja, aber wo sehe ich denn... Hä? Das ist ja dumm gemacht. Ja, Ich kann ja gar nicht alles claimen. Das ist ja nur so ein Quadratmillimeter, was ich hier claime immer. Hä, ich kann mein Haus gar nicht claimen. Geht nicht. Also da habe ich immer... Ich claime jetzt so zwei Blöcke oder so. Jetzt claim ich ein bisschen. Hä? Also ich claim quasi nichts. Ich habe immer ein bisschen mehr. Du musst ja 100 Dinger craften. Nee, also meine die 6er bei mir haben komplett ausgereicht für mein Haus. Muss ich sagen, also da ging das. Ich habe aber okay, nee, jetzt mehr von diesen. Ja, dann muss ich das hier noch claimen. Also dein Haus muss quasi auf deinem Grund und Boden stehen. Muss ich das hier noch claimen? Ja, das reicht nicht mal andersweise für mein Mini-Haus. Also bei mir hat es sogar gereicht. Also dann wird es bei dir, muss es ja auch reichen eigentlich. Nö, reicht nicht. Geht nicht. Das wird nicht reichen. Hä? Moment. Weil er nur bestimmte Biome claimt. Ich kann nicht mein Haus einfach so claimen gezielt. Ich muss Sachen claimen. Ja, dann habe ich hier mal zwei Blöcke von meinem Haus.
Du musst ja, weißt du, wie viele Dinger ich dafür noch bauen muss? Hä? Das ist ja wohl der Wahnsinn. Dann klemme ich das jetzt hier noch, das reicht Haus nicht. Von der Fläche denn so groß? Hier ist es auch nicht so... Nee, aber... Nee, weißt du, was mein Problem ist? Ich habe hier muss ich jetzt ein Ding hinmachen für einen einzigen Block meines Hauses. Weil das gerade so auf der Grenze liegt. So, jetzt klemme ich hier noch. Und jetzt brauche ich quasi noch drei. Okay, ich habe noch genau drei. Ich glaube, es reicht genau. Das ist ja dumm gemacht. Dann gehe ich dann hier. Na? Hier rüber. Okay, jetzt ist mein Haus geklebt. Jetzt plus 10! Jetzt kriegst du nämlich auch den Bonus, genau. Okay, das ist nämlich sehr, sehr gut tatsächlich. Ich würde das gerne hier rüber kleben, so ein bisschen. Ich würde das dann gerne rüberziehen, das Haus. Mal gucken, ob das geht. Ich möchte erstmal eine zweite Etage definitiv bauen am Haus. Hier oben wollte ich jetzt nicht unbedingt weitergehen. Ich wollte dann eher vielleicht in die Richtung gehen. Mit dem Bergweg so nach oben. Mal gucken, wie ich das machen kann am besten. Habe ich noch Steine, den ich in Auftrag geben kann? Ein bisschen Holz haben wir auch. Oh nein, das wollte ich nicht. Ich will keinen Bogen herstellen. Schneidertisch, den könnte ich halt jetzt auch machen, ne? Ja, ich benötige immer noch Stoff. Ja. So, Fertigkeitenbücher. Grundlegende Techniken, das brauchen wir, um Straßen zu machen. Da werde ich jetzt auch mal gucken, dass ich das... Das benötige ich auch. ...in Angriff nehmen kann. Vielleicht muss ich noch ein bisschen Bauholz herstellen. Und, was wollte ich noch? Kochen wollte ich. Landwirtschaft wollte ich, aber da brauche ich die Blaubeer-Seeds. Metzgerhandwerk. Ich habe mir übrigens auch ein bisschen das angeguckt. Ich glaube, dieses Metzgerhandwerk brauche ich. Wir brauchen Leder für das für die Klamottenherstellung und Fleisch fürs Kochen. Und da ich ja Kochen und Klamottenherstellung machen will, ja, ich muss Metzgerhandwerk nicht drum herum kommen. Ja. Leider. Sehr ärgerlich. Also was das Buch Schmelzen angeht, ne? Also das Eisen habe ich dafür. Hier, Schneider. Leder, Fellpelz, Pflanzenfasern, Kochen. Elektronik. 50 Gold, 50 Kupfer. Das wird interessant. Okay, das wird verarbeitet. Oh, fällt das hier schön genauso. Ich will als erstes grundlegende Technik haben. Habe ich noch irgendwo Holz drin? Nein, hab ich nicht, oder? Nur ins Futterlager komme ich nicht ran und da ist das Holz drin, glaube ich, das Bauholz. Warte mal. Ja, hier ist das Bauholz drin. So, Luftforschungstisch. Oh Mist. Nein, jetzt komme ich nicht mehr hier hoch. Ich geh hier hoch. Also, was hatte ich mir denn hier notiert? Ich brauche das Buch Grundlegende Technik. Yep, das werde ich jetzt gerade herstellen. Das stelle ich jetzt auch mal gerade her. Bestelle mir es. Dauert 5 Minuten. Bist du schon eigentlich am Craften von den, Steinzeugs da? Aber selbstverständlich doch. Hier wird ununterbrochen gearbeitet haben. Finde ich so. Ununterbrochen. Finde ich toll. Weißt du, wie sehr hier ununterbrochen gearbeitet wird? Nee. Ist schon alles Stein weg. Echt jetzt? Ja, schon lange. Da habe ich so 3 Steinziegel rausbekommen. Ja, ne? Also dann werden wir hier eine kleine Fuhre wieder rüber machen. Aua. Ich hab ja noch genug. Ja, so langsam geht mir aber das Mortar aus. Ich muss ein bisschen Sand farmen. Okay. Ich bring dir noch meine Schubkarre rüber mit Stein. Achso, Leute, warte mal, ich wollte noch was machen.
Fällt mir gerade was ein. Ich würde auch gerne ein paar Steinziegel investieren für das Buch Glasverarbeitung. Ja, kannst du tun. Also Stein habe ich ja noch genug. Ich meine, das ist natürlich ein bisschen teuer, aber ich würde das schon gerne machen. Ich meine, ein bisschen Sand, ein bisschen Steinziegel. Wir kriegen ja sehr viele Steinziegel noch. Ja. Ja gut, Papierstörung will ich jetzt erstmal nicht machen. Mal gucken, ob da mehr reinpasst. Ich bin gespannt. So, warte mal, das hier kann ja eigentlich auch mit angeschlossen sein. Er hat gar nicht? Okay. So, packen wir das alles mal hier rein. Da kann das nämlich noch mit umverarbeitet werden. Wieso ist hier? Warte mal, was stimmt hier noch nicht? Was denn? Er hat überhaupt nicht. Hab ich nicht mehr Mortar noch? Okay, grundlegende Technik wird hergestellt. Dann hätte ich noch einmal gerne die Glasverarbeitung. Ach du, Glasverarbeitung dort 15 Minuten, ja, alles klar. Mahlzeit. Das stelle ich mal hinten an. So. Wieder ordentlich Stein. Wissen ist Macht. Hast du Errungenschaft bekommen oder was? Oder hast du es nee, nur so gesagt? Aber ich erstelle gerade zwei Bücher. Grundlegende Technik und Glasverarbeitung. So. Okay, es gibt keinen Fallschaden. Oh. Aber wo die immer ein Geräusch machen. Ich bin mir da nicht so sicher beim Fallschaden. Ist es jetzt schon fertig? Nein? Ist es fertig? Wenn ich Truhe oder ins Lager. Wie lange braucht das? Ist das noch nicht fertig? Ich würde dir gleich Steine rüberbringen. Oh, das wäre wirklich formidabel. Ah ja, stimmt, ich muss deine Steine noch einsortieren. Die stehen da ja noch. So. Ich brauche Sand. Bin mal gespannt, wie Eko so ankommt. Heute ist ja der Tag der Tage. Also heute, wo wir die Folge aufnehmen, kommt erstmal die erste Folge raus. Ja, wir produzieren vor. Ja, es macht einfach Laune. So. Wieso steht das da nicht? Das kann man da hinstellen. Ah. Ey. So. Sand. Da rein. Warte mal, kann ich? Nee. Das ist 3 oder 4. Das geht nicht. So. Passt schon. So. Okay, Lagerplatz. Verknüpfen. Zack. Hat dieselbe Menge, oder? Kann das sein? Aber fährt sich vielleicht ein bisschen besser. So. Jupp. Sieht das aus? Okay. Mein Buch fällt. Okay. Das kann man machen. Straße passt auch. So. So, ich bin unterwegs mit Stein. Würdest du mir das Ausladen helfen? Das wäre super. Du sagst es immer so 5 Minuten vorher, ne? Ich bin gerade bei der Sandmine. Ja, alles gut. Ich bin ja nicht da. Also, noch nicht. Oh, der schiebt. Oh. So. Der ist wesentlich besser handelbar. Okay,
ein Stück Sand noch. Oder war das hier? Und jetzt kann ich nämlich ganz easy 10 Stück Sand auf meine Schaufel tun. Das ist halt viel geiler. Anstatt dass ich jetzt 10 mal rumlaufe, laufe ich jetzt einmal mit 10 Stück Sand rum. Richtig. Das ist natürlich wesentlich praktischer, ne? Hm? Was tust du da? Ich packe den Stein hier rein. In dein Lager. Du kannst auch einfach deine Schubkarre mit meinem Lager verbinden und es so rüberziehen auf einmal. Nee, das sind die Steine, die hier liegen noch. Ach so. Ich weiß nicht, wo ich es reintun soll. Der Lager ist nämlich voll. Einfach da, wo Platz ist. Nein, das ist komplett leer. Tu da Sand rein. Ich habe alles aufgebraucht. Ach so, wahrscheinlich siehst du von da mein großes Lager nicht, oder? Nein, ich glaube nicht. Das ist nicht verbunden. Nee, doch, hey, ich packe doch da gerade was rein. Wo ist denn mein Wagen jetzt? Hier. Packe ich dir die kleinen Lager hier oder voll? LOL, das Lager ist voll. Ey, mein Sand! Scheiße. Schubkarre. Warte. Kann ich das wieder in die Schubkarre reintun? Ich hab keinen. Ich brauche irgendwie mehr Lagerplatz. Ja. Sehe ich auch so. Kann ich dir das noch irgendwo hier hinpacken? Ich lager das hier hin. Auch mehr Lagerplatz. Oh, Scheiße. Okay, auch erstmal. Ja, geil. Nee. So. Hä? Wieso hat er jetzt. Achso, okay. So. Hab abgeladen, ich bin dann mal wieder unterwegs. Ja. Hol noch mehr Schnee. Wo ist jetzt eigentlich das Buch? Da ist es. Das Buch Grundlegende Technik. Was muss ich jetzt mit dem Buch machen? Ja, keine Ahnung. Rechtsklick drauf. Oder so. Rechtsklick! Hast du jetzt gelernt? Oh lol, fällt mir eigentlich noch ein Skillpunkt. Linksklick! Geht nicht? Oh, ich bin bei Level 7, Max-Level beim Ernten. Was kann ich hier machen? Erfahren? Aha, erfahren. Erhöht den Ertrag von Pflanzen. Nein! Linksklick, rechtsklick, Weißt du, wie benutzt ihr das Buch? Es passiert nichts. Ich weiß es nicht. Verarbeitung. Wenn sie allein, ich glaube, die Geschwindigkeit zusammenhängt daher schon, wenn sie allein stehen. Können wir im Endeffekt, können wir ruhig verdoppeln, das können wir im Endeffekt auf doppelt machen, das ist okay. Damit ich mehr Holz bekomme, mache ich das immer. Okay. Können wir noch was machen? Doppelt den Kopfschutzschaden, ja. Human. Ein Bergbau können wir auch schon was machen. Werkzeug, das habe ich übrigens noch gemacht. Ich habe mal Werkbau gelevelt, damit ich weniger verbrauche. Stell's nicht her. Ich herstelle das Buch, Tani, nicht herstellen. Warum? Wir brauchen nur eins, daraus kann man unendlich Schriftrollen herstellen, aus einem. Ich habe schon eins. Das wusste ich jetzt nicht. Oh, du bist einfach so schnell. Ich habe es vor uns, wo du gesagt hast, habe ich auch schon drauf gedrückt, das herzustellen. Das wusste man doch jetzt nicht. Verringert die Kalorienkosten verbundener Werkzeuge. Erhöht den Rang verbundener Werkzeuge. 9. 1. Das heißt, Stein wird als Eisen gezählt. Und jetzt? Nehme ich jetzt mal an. Das wäre natürlich cool. Und hier. Tor, Selbstverbesserung. Erhöht die Bewegungsmöglichkeit in Bereichen mit niedriger Aktivität leicht. Erhöht die Bewegungsmöglichkeit in Bereichen mit hoher Aktivität leicht. Das. EZ. Okay. Hab doch jetzt nicht als Fertigkeit grundlegende Technik oder ist das jetzt irgendwo drin? Backen, kochen. Ich bräuchte halt das Metzger natürlich erst, damit ich das habe wahrscheinlich.
fahren wir immer hier rum. Ist der hier mit dabei? Hey, wieso ist der hier nicht mit angezeigt? Warte mal. Hä? Okay. Habe schon wieder ein Lager fast leer. Das sieht doch gut aus. Du erhältst. Ja, aber habe ich das jetzt auch? Da habe ich es noch nicht. Also ich bin gerade auch am Gucken. Ich habe es erlernt. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Okay. 5 Grundstücksurkunden erhalten. Oh. Oh, das ist ja interessant. Das ist praktisch. Grundstücksurkunden, die hebe ich mir auf. Damit hier zupacken. Das brauchen wir alles nicht. Oh, was das hier? Klasse, du machst du? Grundlegende Technik. Also hat mir das jetzt irgendwas gebracht, oder? Warte mal, Metzgerei. Ich brauche ja wahrscheinlich das Metzgerhandwerk. Das heißt, ich müsste ein Bison, 3 Elche, 3 Hasen jagen. Muss ich das mal in Angriff nehmen sollen in der nächsten Folge? Weil ich werde Metzgerei brauchen, wenn ich kochen will. Wollen wir erstmal die Folge beenden und dann will ich in die nächste Folge mal jagen gehen, glaube ich. Ich frage mich gerade, wo sehe ich denn jetzt, was mir das Buch gebracht hat? Bei Z? Oh nein, Ingenieure, grundlegende Technik. Ja, aber wo? Ach so, ist das Ingenieur oder was? Ich weiß es nicht, aber es ist, also jetzt kann ich jedenfalls Ingenieur, könnte ich jetzt lernen. Ja doch, da, Ingenieur, grundlegende Technik, das ist doch. Oha. Okay. Das müssen wir jetzt mit dem Skillpunkt dann noch freischalten. Muss ich das jetzt noch machen, oder? Was, mit dem Skillpunkt freischalten? Reicht es, dass ich das quasi jetzt gelernt habe, das Buch? Ein Wolfi, der schläft da, oh mein Gott. Hallo. Oh, du bist so süß. Knuff, knuff. Ich will sie knuddeln. Nee. Gut. Dann halt nicht. Dich bräuchte ich, aber ich würde woanders hingehen. Warte mal. Wo ist die Elchpopulation? Wieso ist es weg? Nee. Ich müsste es nicht zwangsläufig erlernen. Also, ich kann es erlernen, aber es reicht, dass ich jetzt das Buch gelesen habe für das Fertigkeitsbuch Mechanik. Da geht's. Ich muss mal gucken, wie ich meine Skillpunkte vergebe, weil da müssen wir echt haushalten. Also ich gehe komplett erstmal auf Essen und alles. Auf Nahrungsmittel und Co. Hast du denn grundlegende Technik erlernt oder nicht? Weil ich das Buch hatte ja nun, ja. Ich hatte das Buch ja nun, ja. Also ja, Elektronik, aber hast du noch einen Skillpunkt raufverteilt? Nein, ich habe noch keinen Skillpunkt jetzt mehr. Skillpunkte habe ich leider gerade keine mehr. Aber ich krieg bald Level Up, denke ich. Also ich kann bald noch einen Skillpunkt draufpacken. Wollen wir erstmal die Folge beenden? Ja, so. Können wir machen. Warte mal. Oh, er stellt noch dort her. Ja, gut. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, werde ich mal ein bisschen jagen gehen und die Metzgerei erlernen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, oder? Jo. Dann bis dahin. Tschüss. Ciao.